sehr familiär. Ja, das ist ein guter Haufen, den wir hier haben. Da kommst du so schnell keinen Durst über, da hat es genug Bier. Ich bin bei der Brauerei Ecker, bei Michael Ecker in Warp, sechste Generation Brauer. So ein schönes Sudhaus noch selten gesehen. Merci vielmals. Ja, man muss Sorge dazu. Es wird so noch selten bauen. Meistens ja aus Chromstahl. Und dass wir noch so ein Originalteil dürfen haben hier bei uns, das ist schon ein Stolz. Ja. Das ist grandios. Ich muss noch mal aufmachen. Oh. Zeigst du mir die anderen Sachen? Sehr gerne. Hier haben wir den Whirlpool. Das ist mit dem Ausschlag rein. Plattenkühler für die Würzenkühlung. Jetzt können wir vielleicht mal schnell die Müllung anschauen. Es ist sehr viel durcheinander. Also wir haben fast von jedem Jahrgang Maschinen. Das ist manchmal so ein bisschen Schwierigkeit bei unserem Betrieb, mit neuen Sachen ins alte System integrieren. Ja, ja. Das ist so eine Herausforderung. Aber. Hier ist der Konditionierteil. Das heisst, das Korn wird aus dem Silo über die Waage abgewogen. Das ist eine Durchlaufwaage, geht dann in die Konditionierschnecke, wo das Malz im Prinzip angefeuchtet wird, dass die Umhüllung schön flexibel bleibt. Und dann geht es runter in die Mülle. Das ist eine Vierwalzenmülle. Ja, das war eine rechte Geburt, die hier rein tun, weil die Fassade hier, die Fenster rausnehmen, die Wange rausnehmen. In dieser Zeit haben wir nicht brauen, wir mussten vorbrauen. Und wir hatten das Problem, dass die Mülle früher abgelegen ist, als wir das eigentlich geplant haben. Das heisst, dummerweise hat es dann noch auf August gereicht, wo eigentlich viel Bier da sein sollte. Und dann hat man halt wirklich müssen mit Nachtschichten im Akkord haben wir nachher müssen rausnehmen und die neue rein tun. Und die alte hat sich noch etwas gewehrt für raus. Bis wir die raus hatten, das war eine kleine Sache gewesen. Aus wirtschaftlicher Sicht, ausbeutetechnisch und für die Bierqualität ist das eine gute Investition gewesen. So, jetzt geht es in den Keller. Der grosse Teil des Betriebs unter dem Boden. Auch aus platztechnischen Gründen und aus historischen Gründen. Hier haben wir den Gärkeller, klassische Bauart mit den Bottichen. Hier haben wir Spezialitäten. Und die zwei Hauptsorten, Maximus und Lagerbier, die haben wir nachher aussen in den Aussentank. Das sind die Tanks, die man noch reinsteigt, oder? Gerade bei uns sind alle Tanks noch zum Einsteigen, auch die Lagertanks. Aber da ist jetzt gerade einer drin. Das ist schon schön, wenn man es sieht. Ja, das ist eine gute Sache. Jetzt geht es in Felsen. Undicht. Ja, da muss man halt auch wieder etwas dran machen an diesen Tank. Es ist ein Sandsteinkeller, zum Teil Nagelflur. Man sieht es hier. Da sind wir jetzt am Renovieren. Da sieht man die Gesteinsschichten. Etwa 6 Meter unter dem Boden. Da hier oben dran hat man das Eischhaus gehabt. Dort hat man Eisblöcke geschnitten im Herbst, also im Winter. Jawohl. Man hat die eingelagert. Und dann hatte es Zugschächte, das sieht man da hinten noch, ist der zubetonierte Teil. Und dann hat es die kalte Luft hier durch den Keller gezogen. Und dann hat es Abluftschächte, wo dann die erwärmte Luft wieder raus konnte. Und so hat man eigentlich den ganzen Sommer den Keller kalt halten können, wenn man so will. Ja. Und jetzt sind wir da eigentlich vor, zum Renovieren. Bist du da früher noch so gut mit dem Brüder so spielen oder so? Ja, das war natürlich schon ein Spielplatz für uns. Haben es nicht alle gerne gesehen. Wir haben natürlich auch ein Buffet gemacht so erscheinen. Mhm. Und jetzt haben wir vom alten Kellermeister wieder Level gegeben. Das ist Bier für die Flaschenfüllerei, die jetzt läuft. Ja. Die Abwasserneutralisation. Wir sammeln das ganze Abwasser sammeln und uns neutralisieren mit Logo und Säure. Das ist der Keller Nummer 1. Hier haben wir die Spezialität eingelagert. Wir haben gerade Service an der Etikettiermaschine. Das ist jetzt nur ein Testlauf. Wir haben eine Flaschenwaschmaschine. Eine Flascheninspektionsanlage, die kontrolliert wegen Grösse, Verschmutzungen, Schäden etc. Und dann der Füller und die Etikettiermaschine. Hat sicher auch also, wo schon lange dabei sind, oder? Ja, weiss wo ich. Die ich noch als 5-Jährige kennt haben, oder? Ja, jetzt ein paar, die haben mich schon an die Ohren genommen. Ja. Wie ist das so jetzt, du als Chef? Ich habe alle wahnsinnig gefreut, dass es weitergeht. Und ich zähle auch von der Erfahrung dieser Leute. Also, ich schaue nicht einfach her und weiss alles besser. Im Gegenteil, ich will wissen, was die wissen. Sie wissen sehr viel.
Und das ist hier ein Gaun, es ist wirklich eine Familie. Ja. Das ist ein guter Haufen, den wir hier haben. Und jetzt kommen wir noch zu unserem Spielplatz für Bierbrauer. Spielplatz für Bierbrauer? Das ist unsere Versuchsbrauerei. Oh, wow, das ist ja cool. Das ist ein Einzelstück, das haben wir selber gebaut. Zusammen mit einem pensionierten Mechaniker. Und dann dahinter sind die Tänkchen. Also da kann man sowohl mit offenen Bottichen etwas machen oder aber auch im zylindrokonischen Tänkchen. Und dann kann man da auch die Ausschank nehmen, wenn man Lust hat. Ja. Also du hast eine eigene Brauerei am Brauereiweg. Du musst eigentlich der glücklichste Mensch sein, den es gibt. Ja, ich bin nicht unglücklich. Ja, ich glaube, ich habe da schon einen Beruf gewählt. Ich habe ja wahnsinnig Respekt vor Wässer, aber das sind glaube ich ganz Liebe. Respekt ist nicht schlecht. Angst wäre es falsch. Wer ist das? Das ist der Major. Major. Genau. Major. Hallo. Er ist jetzt 10-jährig. Major. Ein richtiges Brauereiross. Genau. Hallo Major. Das ist ein guter. Haben sie verschiedene Charaktere, oder? Ja, sie sind deutlich unterschiedlich. Ihn kann man jetzt gut ein bisschen anlängen und streicheln, das hat er gerne. Kaffelt auch ein bisschen gerne. Und es gibt andere, die deutlich mehr probieren, Finger ins Maul zu nehmen oder auch mal irgendwelche Brauereibesucher einen Rucksäckchen nehmen, wenn sie durchlaufen. Aber sonst sind sie sehr diszipliniert, müssen sie auch, wenn sie im Strassenverkehr sind. Ja.